Ich bin der Flemur Schala von der Firma Focus Strategie GmbH, der Grendel Strasse 19 bzw. Grendel 19 6410 und gebe online Matheunterricht. Wir haben den Sonntag, den 20. August 2021 und sind bei der Aufgabe Nummer 5a. Wir stellen folgendes Resultat in Quadratzentimeter angeben, und zwar haben wir eigentlich 0,0, das sind 4 Nullen nach dem Komma. 2, 3, 4, 1 Quadratkilometer. Ja, also hoch 2 bezieht sich immer aufs K und aufs M, nicht nur aufs M, ja. Plus 0,5 Quadratmeter plus 30.000 Quadratmillimeter. Und das soll insgesamt in Quadratzentimeter angegeben werden. Wie viel sind das eigentlich? Das ist unsere Frage. In so einem Fall, ich würde dann mit einer Tabelle vorgehen. Dann haben wir da 0,001, einfach um die Übersicht zu behalten. Ja. Dann haben wir da 0,5 Quadratmeter und wir haben 30.000 Quadratmillimeter. Wir können beispielsweise wir fangen ganz normal an. Also wir haben hier, aber ich werde das wahrscheinlich auch in Teilaufgaben lösen, einfach damit die Lektionen nicht zu lang sind. Ja, oder vielleicht hat man ja nur mit dem einen davon Mühe. Und dann so, Quadratkilometer. Jetzt haben wir hier 0,0001 Quadratkilometer. Wir wissen, ein Kilometer, das ist gleich 1000 Meter, ja, K, das Wort K beinhaltet das schon, 1000 Meter. Wir müssen es aber in Quadratzentimeter umwandeln. Wir wissen gleichzeitig, dass 1 Meter gleich 100 Zentimeter ist. Das heisst, wir ersetzen hier den Meter. Ja, ob wir jetzt hier ein 1 vor einem haben oder nicht, das spielt keine Rolle. Aber wir ersetzen das mit 100 Zentimeter. Dann hier 1000 mal 100 cm. Ja, jetzt wissen wir schon mal 1 Kilometer da, 1, das löschen wir noch auch wieder, ist gleich 100.000 cm. Und jetzt, wenn wir ja alles im Quadrat haben, also setzen wir alles ins Quadrat, dann haben wir dann einen Kilometer im Quadrat und auf der anderen Seite 100.000 ist 10 hoch 5. Ja, einfach die Zahl hier oben bedeutet, wie viele Nullen das wir haben. Nichts anderes. Eigentlich bedeutet es, wie viel wir 10 miteinander rechnen müssen. 10 hoch 5 bedeutet 10 mal 10 mal 10, beziehungsweise es bedeutet 10 hoch 5 bedeutet 10 hoch 1 plus 1 plus 1 plus 1, 3, 4, 5 mal, und das wiederum bedeutet 10 hoch 1, nicht plus, sondern mal. 10 hoch 1 mal 10 hoch 1 mal 10 hoch 1 und das 5 mal, und das bedeutet einfach 10 mal 10 mal 10 mal 10 mal 10. Das geht 100.000, 10.000 und 100.000, ja. Am besten ist, man macht sich vertraut mit dem Hochzeichen und dann kann man viel Zeit sparen. Ja? Also, man braucht vielleicht 5, 10 Minuten, 15 Minuten oder man wiederholt das ein paar Tage nacheinander. Das Thema mit dem Hoch. Und dann investiert man vielleicht insgesamt 3x eine halbe Stunde in das Thema drin. Und dann kann man, dann spart man dafür aber immer noch eine Zeit. Ja? Also, solange man rechnen muss. Und man muss relativ lang rechnen. Ja, also 10 hoch 5, das hoch 2 gesetzt. Was geht das? Das ist Quadratkilometer gleich 10 hoch 5 mal 2. Und das ist einfach 10 hoch 10. Was bedeutet die Zahl? Das ist
Also wie viele Millionen sind jetzt das? Das spielt gar keine Rolle. Ja. Das sind 6 mal 10 hoch 4. Und 10 hoch 4, das ist 100. 1000, 10.000, also 10.000 Millionen wären das wahrscheinlich. Aber um das geht es da gar nicht. Und was es geht, ist folgendes. Da Quadratzentimeter natürlich, ja. Es kommt alles da ins Quadrat rein. 10 hoch 5 mal Zentimeter im Quadrat. Und das ist 10 hoch 5 im Quadrat mal Zentimeter im Quadrat. Darum da unten unbedingt noch Zentimeter im Quadrat mitnehmen. Jetzt gehen wir rauf bei Kilometern und ersetzen. Das ist eben 0,00001. Anstatt Quadratkilometer schreiben wir 10 hoch 10 Quadratzentimeter. Ja, und wenn das ein. Ja, und jetzt kommen wir da rein und dann laden wir da hin. Jetzt haben wir da 1, 2, 3, 4, 5 Nullen. Ja, dann können wir hier schreiben 1 mal und oben 5 Nullen wegnehmen, dann haben wir 10 hoch 5. Ja, und 1 mal 10 hoch 5, das ist einfach die 100.000. Stimmt das überhaupt? Ja, das stimmt. Das heisst, das ist dann, ja, das ist dann 100.000. Quadratzentimeter gleich 100.000 Quadratzentimeter. Wenn das einem zu schwierig fällt, so, dann geht man folgendermaßen vor. Man schreibt dann 0,00001 Quadratkilometer. Wir wissen, 1 Kilometer ist gleich 1000 Meter. Wir setzen beide Seiten ins Quadrat. Und dann 1 Kilometer gleich da. Gleich 0,00001. Dann statt Kilometer mal 1000 Quadratmeter. Das heisst, es sind 3 Nullen. Das 1 rutscht um 3 Nullen führen. Stimmt das? Genau, also. Man könnte das schon so. Man kann hier wirklich so vorgehen. Man sollte es dann vielleicht nicht zeigen, dass man so vorgegangen ist. 100 Quadratmeter, also vorne kommt 1 Null weg. Anstatt 4 Nullen 3 Nullen hinter dem Komma und hinten kommt auch 1 Null weg. Dann gehen wir auf 0,001 mal 10 Quadratmeter und am Schluss haben wir 0,01 Quadratmeter. Ja. Und jetzt schauen wir, was ist eigentlich ein Quadratmeter? 1 Meter ist gleich 100 cm. Wir setzen beide Seiten ins Quadrat. Und dort dann hier, anstatt Quadratmeter, 0,01 mal 100 im Quadrat mal Quadratzentimeter. Und 100 im Quadrat, was ist das? Jetzt habe ich vorhin natürlich einen Fehler gemacht. Ich hätte hier 1000 im Quadrat nehmen. Ja, 1 Million, das heisst. Genau, da ist mir jetzt ein Fehler unterlaufen. Also müsste man da noch anders vorgehen. Ich muss das nochmal anschauen. Also, alternativ können wir da also so vorgehen. Also, wir haben hier 0,00001 Quadratkilometer. Wir wissen, 1 Kilometer ist gleich 1000 Meter. Wir setzen beides ins Quadrat und haben dann 1 Quadratkilometer gleich 1000 im Quadrat ist 1 Million Quadratmeter. Und jetzt gehen wir da rauf und ersetzt das hier oben. Und hat dann 0,00001
mal 1 Million Quadratmeter. Jetzt pro Null, wo man vorne wegnimmt, muss man auch hinten eins wegnehmen. Jetzt nehmen wir da das und das Null weg, das und das da. Ja, so kann man auch vorgehen. Also das hier, dann das dritte und hinten auch das dritte. Das vierte, hinten auch das vierte und hat dann am Schluss 0,1 mal 100. Ich habe jetzt alles richtig gerechnet. Das ist auch eine Frage, ja. Genau, 0,1, also was ist dann? 0,1 mal 100, das gibt 10. Quadratmeter, ja. Mache ich das richtig überhaupt? Das ist so richtig, genau. Ja, wir haben dann das 1 drückt da vorne, bis auf 0,1 und dann mal 100 Quadratmeter. Dann wissen wir, 1 Meter ist gleich 100 Zentimeter. Wir setzen beides ins Quadrat. Und dann ist 1 Quadratmeter gleich 100 mal 100 ist 1000, 10.000 Quadratzentimeter. Also haben wir noch 10 Quadratmeter gleich 10.000 Quadratzentimeter. 10 mal 10.000 Quadratzentimeter, ja. Also das 10 kommt mit, ersetzt wird nur Quadratmeter hinten. Und das ist 10 mal 10.000 Quadratzentimeter. Und das gibt 100.000 Quadratzentimeter. Und mit dem haben wir eigentlich die ganze Lösung können berechnen. Jetzt haben wir hier 100.000 Quadratzentimeter und mit 100.000 Quadratzentimeter sind wir wieder mit dem Resultat, wo wir vorhin eigentlich angelangt sind, hier oben, wo wir eben mit 10 hoch 10 gerechnet haben. Wenn man das nicht will, mit 10 hoch 10 rechnen, dann kann man das so lösen, wie ich das jetzt gemacht habe. Gut.